Eine Aufgabe im Koordinatensystem. Das Koordinatensystem 10x10 cm habe ich bereits vorbereitet. Ich glaube, das wäre jetzt zu langweilig. Und ich habe auch nur jeden zweiten Punkt beschriftet. Die dazwischen kann ich mir leicht merken. So, ich soll die Punkte A 0, 4, das heißt 0 und 4. Das ist mein Punkt A. B 9, 2, 9 und 2 cm. Das ist mein Punkt B. C 2, 3, 2 und 3, das ist C. D 6, 7, so 6 und 7. E 5, 5, dann gehe ich bei 5, 5 nach oben hier. Und F 9, 10. 9 und dann bis zur 10 hoch hier. So, etwas ungünstig. Gut, hier habe ich Punkt F. Ich habe die Punkte eingezeichnet und nun brauche ich die Gerade AB. Also eine Gerade durch A und B. Die Gerade CD. Da ist D. C. Was ist das hier? Und dann soll ich die Abstände der Punkt E und F zu den beiden Geraden bestimmen. So, Punkt F zu der Geraden CD, der liegt direkt da drauf, das ist 0. Also Abstände zu CD, F gleich 0 mm und der Punkt E, da muss ich senkrecht messen, es empfiehlt sich, gegebenenfalls auch eine Höchstlinie einzuzeichnen. So, ich kann mit der Mitte des Geodreiecks gut anlegen. Und hier sehe ich, das sind 7 in dem Fall. E gleich 7 mm. So, und dann brauche ich die Abstände zu der Geraden AB. Die schreibe ich hier rein. Erste Hilfslinie, ich lege an, so liegt das Geodreieck richtig und das sind ziemlich genau etwas mehr als 2 cm, 21 mm würde ich sagen. E sind 21 mm und der Punkt F, der ist jetzt weit weg. Ich muss wieder die Mittellinie des Geodreiecks auf meine Gerade legen, kann mir eine Hilfslinie zeichnen, muss ich nicht. Und ich messe 78 mm. So, das war eine kleine Übung zu Abständen im Koordinatensystem.